Moment, wenn wir an neue Energien denken, dann denken wir auch viel an Solarzellen. Das ist natürlich so, dass die meisten Solarzellen heutzutage aus Silizium bestehen, von den inorganischen Halbleder aus. Silizium hat relativ viele Vorteile. Ich meine, man findet es überall am Sand, Glas, all die Geschichten. Aber das Problem ist, für zu isolieren, dass man eine Solarzelle benutzen kann, ist relativ energieintensiv. Das heißt, man braucht relativ viel Petrol für pure Silizium zu kriegen, für den an Solarzellen zu benutzen. Und dann ist es so, Silizium ist fest, es bricht, so für, dass es relativ limitiert mit den Applikationen. Ich meine, kann ihn auf dem Dach legen. Wenn man daran denkt, für in Zukunft, wenn man flexibel Display denken und die neue iWatch und all die Geschichten, dann hat Silizium gewisse Nachteile. Am Anfang von den 90er Jahren haben drei Professoren herausgefunden, dass man auch Plastik also kann zusammenbauen in der Chemie, dass die Strom leiten oder sich eben wie ein Halbleder verhalten. Und dann ist eben die Idee gekommen, für Plastik spezifisch so zu designen, dass man die zum Beispiel kann eine Solarzelle benutzen, weil sie eventuell wie billig zu maßen wie Silizium, was dann gibt Kästen aufdreifen von den Solarzellen. Und weil sie gerade Plastiker sind, haben wir die Möglichkeit, verschiedene Substrate zu benutzen. Das heißt, ich kann darüber nur denken, für Fenstern damit zu bedecken, für sie als Folien drauf zu pechen. Ich kann darüber nur denken, für so ein Kleider mal dann zu bauen, für zum Beispiel ob direkt von ihrem Laptop-Rucksack zu machen. Ein von den Problemen, den meist gestaltet, wo eben das Silizium, den heutzutage benutzt wird, ist schwierig, dass den Altlust, die man von der Sonne kriegt, auf der Erde absorbiert. Das heißt, der Rundum von einer Siliziumzelle ist begrenzt. Nur weil mehr als Plastiker selber machen, haben wir eben die Möglichkeit, für das zu designen. Man kann die an alle Formen machen, so dass man zum Beispiel just Rotlust geben, absorbieren, just Blaulust. Wir hätten es gerne flexibel, das heißt, muss ich gucken, dass sie nicht zu kristallisch gehen. Aber auf der anderen Seite muss nur eine gewisse Kristallinität hoffen, dass es überhaupt nicht als Solarzelle funktionieren. Und dann probieren wir eben durch verschiedene Reaktionen herauszufinden, wo genau, dass man da den Mittelweg finden kann. Das Interessante von Anfang an ist, dass die Forschung als eine ganz applizierte Forschung ist. Es geht nicht darum, für einen von viele verschiedene Dia-Plastik-Tüten zu machen und dann zu tun, die haben wir gemacht. Mit der Industrie hat von Anfang an ein Interesse daran, für daran involviert zu sein. Was immer interessant ist, wenn jemand die Industrie schafft, das sind Patente. Ich meine, sie haben kein Interesse daran, so in etwas zu stechen, was wir patentiert haben, sondern dem Konkurrent gehört. Sie haben also schon gewisse Direktionen gehen, aber dann zur selben Zeit, wo man frei dann hier vorbei und ein bisschen mit Fundamentalforschung zu machen mit anderen Universitäten im Feld. Für mehr im Detail zu verstehen, wie es Plastiker funktionieren, aber was man kann machen, wie sie noch besser zu machen. Das ist natürlich immer froh, ich meine, wenn ich einen Austechnik kriege, das ist immer schön gewonnen, also sowieso immer schön, dass das nicht mehr am Sport war, dass das noch die Science war. Ich meine, den Award, das, ich meine, ich bin immens stolz, den zu kriegen, weil das ja einfach eine Anerkennung von der Obicht, die in den letzten Jahren gemacht hat. So gesehen ist das schön. Und dann, ich meine, die Mäuer, wie ich die Mail kriege, wo ich meine, halt San Francisco, Mäuer am Tisch, wie ich die Mail kriege. Und dann ist ich natürlich froh, und es lässt in die Mäuer noch mehr wie alle Mäuer. Das muss ich sagen. Ich muss ja für alle Mal meinem Doktor Pap Merci so nach England. Das ist normal, das gehört sich so. Ich meine, den hat ein großes Risiko damals geholt. Und dann, ich weiß, dass meine Eltern da sitzen, haben mich schwer legt, haben mich Bomi, mein Bub wahrscheinlich, meine Geschwister vielleicht. Ich kann ja leider nicht da sein, ich hoffe dann einfach, dass es dir gefällt. Und ja, dann muss ich natürlich meiner Frau merci sagen. Ich meine, hat er damals die Courage, für mich in England zu gehen, für den Doktor zu machen. Und hat er darum die Courage, für mich nach Kalifornien zu kommen. Sciences sind ein gewisses Risiko. Ich meine, ich weiß nicht, was dann in Zukunft ist. Aber hat immer Passion für aufs Land zu warten, auf mich an auf neues Brett zu waschen, wenn ich ging. Hat wohl die Frustrante immer da und die Idee, wo es besser ging. Und ich meine, das hat viel Sachen für mich einfach gemacht.